Ja, heute Wasser oder Woi vor dem Pilgerdenkmal, vor dem Jakobspilger, hier vor dem Dorspeyrer Dom. Und zu Gast ist Herr Matthes, der Chefredakteur des Pilgers, des christlichen Pilgers, hat man früher gesagt, der die Kirchenzeitung des Bistums Speyer leitet. Ja. Redaktionell leitet. Richtig, ja, genau. Also noch relativ neu, ne? Genau, ja. Der Norbert Rönn, den ich persönlich kenne, ist in Rente gegangen. Ja. Und dann sind Sie als Nachfolger gekommen. Ja, das ist nur zum Teil richtig. Wir haben nämlich zwei Nachfolgende für den Norbert Rönn. Der hatte so große Fußstapfen hinterlassen. Also wir haben tatsächlich eine Chefredakteurin für unser Magazin. Das ist die Steffi Piening. Und ich bin verantwortlich für die Zeitung. Ja, also und der Norbert Rönn, der hatte beides verantwortet. Da waren wir auch noch mehr Redakteure. Inzwischen sind wir ja einen weniger, nämlich genau ihn. Es ist da kein Nachfolger denn mehr gekommen, und so dass wir uns die Aufgaben aufgeteilt haben. Ja, der Pilger hat letztes Jahr 175 Jahre gefeiert. Ja. Das ist gegründet worden zu einer recht bewegten Zeit, 1848. Richtig, das war eine sehr bewegte Zeit. Das war das große Revolutionsjahr in Deutschland. Auch in der katholischen Kirche fand damals in Mainz der erste Katholikentag. Es hieß damals etwas anders, aber was wir heute als diese bundesweiten Katholikentage kennen, das fand damals auch zum ersten Mal statt, 1848. Und genau, in dieser Zeit, in dieser sehr bewegten Zeit, politisch wie kirchlich, da ist am 1. Januar 1848 der erste Pilger erschienen, zum ersten Mal. Also da haben sich der Schriftleiter, das war ein Domkapitular, Hellmeier hieß der, er und der damalige Bischof von Weiß, haben sich also da was Neues, was Gutes getraut und so überlegt, was passt in diese Zeit, und die Zeitung gegründet. Ja, zu 200 Jahre bis zum Speyer, das ist ja dann sozusagen auch nicht länger her, sag ich mal. Da gab es ein Theaterstück über den Bischof von Speyer, damals den Herrn Weiß, ne, den Bischof Weiß. Ja, ja. Und er hatte sehr zu kämpfen mit der bayerischen Bürokratie. Ja, das hatte er. Das war dieses Staatskirchentum. Die Bayern, nicht nur die Bayern, ich denke, das war in anderen deutschen Landesteilen ähnlich, aber in Bayern war das so, da wurde alles geregelt. Wie lang ist die Fronleichnamsprozession, von wo bis wo, wie oft dürfen die Glocken läuten? Also es war alles sehr, sehr, sehr genau reglementiert. Und der Pilger, also der Bischof, hat dagegen natürlich versucht, auch ein bisschen mehr Freiheit zu erlangen. Und der Pilger hat ihn dabei unterstützt. Der Pilger hat also gerade dieses Staatskirchentum sehr kritisch, mit kritischer Feder beschrieben und kritisiert und in Kommentaren und so. Halt versucht, da auch einen Hebel anzusetzen. Das war nicht so ganz einfach, denn zunächst gab es ja nicht Pressefreiheit und so. Also das waren schon gewisse Einschränkungen also auch. Das heißt mit anderen Worten, die Pressefreiheit gab es im damaligen pfälzischen Bereich, ne? Als Überbleibsel der Französischen Revolution, mit der Franzosenzeit, kann man so sagen. Ja, mit der Franzosenzeit zusammenhängt. Aber trotzdem war vieles eingeschränkt und wurde versucht, entsprechend also Zensur und so weiter auszuüben. Und wenn es im Nachhinein war, dass man dann den Schriftleiter vorgeladen hat oder so, das war nicht so ganz einfach. Und 1848, also ein Gedanke, sagen wir mal, dieser Paulskirchenverfassung und so, klar, waren natürlich Meinungspressefreiheit, Versammlungsfreiheit, all diese Dinge. Aber das hat ja dann leider nicht geklappt mit dem Durchsetzen der Revolution. Das hat sich ja dann der Nationalstaat durchgesetzt einerseits, ja, aber nicht mehr die Freiheit. Richtig, kann man also so das sagen. Das Liberale ist ja erstmal zurückgedrängt worden. Ja, so, das hat dann noch länger gebraucht. Ja, das war auch im Bismarckreich ja nicht unbedingt so. Da gab es der Kulturkampf, ja, wo es dann auch wieder gegen die katholische Kirche gegangen ist. Auch da hat der Pilger das kritisch begleitet. Also die Schriftleiter oder die Redakteure, denke ich, die mussten da schon einiges erleiden und mussten das sicher auch anders als wir heute mit Repressalien rechnen. Ja. Zum anderen war natürlich diese Zeit eine Zeit der sozialen Gegensätze. Ja. Der Bischof Nikolaus von Weiß stammt ja auch aus armen Verhältnissen. Ja, ja. Das ist ein Bauernhaus im Prinzip, ne? Ja. Aber die Industrialisierung setzte ein und es gab ein Proletariat sozusagen. Ja. Ja. Das in der katholischen Kirche wurden dann die Schulschwestern gegründet, zum Beispiel mal vom Nikolaus von Weiß, ne? Ja, ähnliche Dinge, ähnliche soziale Sachen. Ja. Ja gut, die soziale Frage, das kam im Laufe dieser Jahrzehnte nach der Pilgergründung, klar. Die SPD und so weiter, denn das ging ja auch wieder ins Bismarckreich mit den ganzen Konflikten, die da aufgestanden sind oder die da entstanden sind. Und ich denke, auch da hat der Pilger eine Rolle gespielt. Er hat diese soziale Frage auch publizistisch begleitet,
Hat er auch Stellungen? Ja, wir haben jetzt einen recht breiten Rundgang durch die Geschichte gemacht. Ja, sehen wir denn auch im Bistumsarchiv oder im Archiv des Pilgers dann diese erste Ausgabe? Ja. Wir haben die natürlich, selbstverständlich würde ich sagen, wir haben ein Besprechungszimmer bei uns an unserem Verlagssitz, das ist im Kloster St. Magdalena. Da haben wir in unserem Besprechungszimmer fast komplett alle 175 Jahrbände. Es fehlen ein paar, sind ein paar verloren gegangen, aber im Bistumsarchiv hier in Speyer gibt es alle. Und genau, und die erste Ausgabe von 1848 oder den ersten Jahrband mit der ersten Ausgabe, das gibt es auch. Das haben wir auch. Da sind wir aber ganz stolz. Das ist ein kleines Büchlein, also wirklich in Buchform. 1941 haben die Nationalsozialisten es dann geschafft, im Mai den Pilger einzustellen. 1941. Und ja, bis November 1945. Klar, die letzte Zeit dann oder nach dem Umsturz waren es dann andere Gründe, dass der Pilger nicht erscheinen konnte. Es war Papierknappheit, es war ja auch französische Besatzungszone. Aber eben dann ist es dem damaligen Bischof und dem Schriftleiter, der dann auch noch lange war, Prälat Lauer, gelungen, zum November 1945 wieder eine Zeitung rauszubringen. Die war auch dann ganz klein, es waren irgendwie nur 4 Seiten oder später dann 8 Seiten. Aber so, da kam das wieder einen Weg. Aber insofern waren es 4 Jahre. Ja, wir haben jetzt einen breiten Ausflug in die Vergangenheit gemacht. Wie sieht es denn derzeit aus? Die Abonnentenzahlen gehen zurück. Also wenn man mal so sagen will, die Omas, die alte Generation hängt noch am Pilger. Ne? Also ja. Die Jungen sagen, nee, das brauchen wir nicht. Ne? Ja gut, das sind zwei Entwicklungen. Zum einen geht das natürlich in der weltlichen Presse genauso. Die Tageszeitung hier am Ort hat dieselben Schwierigkeiten. Die Printauflage geht zurück. Die Leute bestellen kein Printabo. Die gucken online irgendwie, im Tablet und sonst wie. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das kirchliche Leben oder die kirchliche Identifikation nimmt ab. Also dass wir jetzt bei der Kirchenzeitung von zwei Entwicklungen betroffen sind. Erstens, Print wird weniger und ja, kirchliches Engagement, kirchliche Beteiligung, Identifikation, überhaupt in der Kirche zu sein. Ja, viele Leute sind halt leider heute nicht mehr in der Kirche. Ja, und entsprechend dazu gleich eine Frage dazu. Wie kommen Sie eigentlich zum Journalismus? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das gab auch mehrere Stränge. Ich habe bei der Tageszeitung als freier Mitarbeiter gearbeitet. Bei welcher Tageszeitung, wenn ich fragen? Bei der Rheinpfalz in Germersheim. Ja. Und bei der Schülerzeitung habe ich mitgearbeitet, bei mir in der Schule. Und irgendwann war ich Pfarrgemeinderatsmitglied. Und da kam das eine zum anderen. Und dann haben wir da eine regelmäßige Publikation erstellt. Und irgendwann war ich dafür verantwortlich. Und ja, dann war irgendwann nach dem Abitur der Gedanke, das wäre doch eine Berufswahl. Und tatsächlich habe ich dann viele Jahre später beim Pilger volontiert. Und bin nach einer anderen Beschäftigung dann wieder dahin zurückgekehrt als Redakteur. Also so kam ich dazu. Interessant, ne? Hier ist mal... Ja, wir sehen jetzt auch mal Aufnahmen aus der Redaktion selbst. Ne? Und Herr Mattes führt uns dann durch die Räume. In der Speyerer Hasenvollstraße, also mitten in der Altstadt, befindet sich das Kloster St. Magdalena. Das Kloster beherbergt nur eine kleine Schar von Nonnen. Die Gebäude werden daher andersweitig von der Diözese genutzt. So befindet sich seit einigen Jahren das Kirchenmusikalische Institut dort, auch eine private Grundschule und im kleinsten Gebäude ist die Pilgerredaktion mit dem Peregrinus Verlag untergebracht. Ich statte also dem Pilgerchef Hubert Mattes einen Besuch ab. Er zeigt mir die Räume. Das ist unsere Grafikabteilung und wir haben zwei Grafiker, Grafikerinnen beschäftigt, die für die Sätzen der Zeitung, für unsere Magazinprodukte, für die Buchprodukte zuständig sind und zusätzlich auch Mediendienstleistungen, das heißt im grafischen Bereich, Herstellung von Flyern und anderen Produkten, zum Beispiel für das Bistum Speyer. Ja, also das ist unser Archiv in unserem Besprechungszimmer, fast alle Jahresbände seit 175 Jahren sind hier versammelt. Auch die älteste, die erste Ausgabe von 1848. Mit.
Also in unserem Buchverlag entstehen auch verschiedene Bücher, hauptsächlich Schwerpunkt Pilgern, aber zum Beispiel auch ein Erzählbuch über die Pfalz oder jetzt ist ein neuer Domführer in Vorbereitung und Weihnachtsbücher gibt es. Also ganz unterschiedliche kleine, schöne Sachen, die da entstehen in unserem Buchverlag, im Pilgerverlag. Chefredakteur Mattes erläutert mir nun die Pilgeraktion Silbermöwe. Die Aktion Silbermöwe, hier sehen wir das Logo und den Schriftzug. Das ist ein Spendenhilfswerk oder ein Leserhilfswerk, gibt es seit 1960. Und schon praktisch in der kompletten Zeit, in der der Pilger besteht, aber seit 175 Jahren. Und das hat sich dann ab 1960 so ein bisschen institutionalisiert mit dieser Leserhilfsaktion Silbermöwe, die bis heute auch noch besteht. Leute überweisen Spenden, die wir dann zusammen mit dem Bistum weiter... Wie viele weiter Euro sind da bisher zusammengekommen? 600.000 bis 900.000 Euro pro Jahr an Spenden, die weitergereicht wurden. Und inzwischen, es hat sich ein bisschen reduziert, ist es so eine Viertelmillion, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen weniger. Also wir arbeiten da sehr eng mit dem Bistum und mit anderen Hilfswerken zusammen. Wir machen auch selbst eine überregionale Berichterstattung, Kommentierung und so weiter. Aber das Überregionale zum Beispiel lassen wir von einem Verlag aus Osnabrück zuliefern. Und wie gesagt, wir sind ganz stark in unseren regionalen Dingen, wo wir das Bistum, die Pfarreien, die Initiativen, die Verbände begleiten. Das heißt, Sie haben keinen Korrespondenten in Rom? Nein, haben wir nicht. Das haben wir nicht. Wir haben keinen in Rom oder wir haben auch keinen bei der Bischofskonferenz. Also das ist ja ein Netzwerk von katholischer Nachrichtenagentur oder evangelischer Pressedienst, auf den wir auch zurückgreifen, wo wir entsprechende Beiträge bekommen. Ja, das heißt, Sie beleben das Lokale sozusagen oder Sie beackern das Lokale? Hauptsächlich, ja. Was sind das denn im Wesentlichen? Also das sind Themen, die das Bistum Speyer hier am Sitz in Speyer betreffen, also Entwicklungen, die jetzt zum Beispiel die pastorale Neustrukturierung, die wir vor Jahren hatten, also die Zusammenlegung von Pfarreien, das haben wir sehr intensiv begleitet, personelle Veränderungen, was jetzt auch natürlich immer ein Thema ist, ist das Sparthema, also der Zwang zum Sparen, zum Neuausrichten, der Visionsprozess des Bistums. Das sind so die Dinge, die sich sehr stark hier am Bischofssitz ergeben. Und dann schauen wir natürlich auch in die Pfarreien, was es dort an neuen Entwicklungen gibt, an neuen Ideen, pastorale Projekte, die vielleicht Schule machen könnten, die wir dann anderen auch wiederum dadurch vorstellen, dass wir darüber berichten. Dann berichten wir auch genauso über die Entwicklung beim Caritasverband mit seinen vielen Einrichtungen und bei den anderen Verbänden, die wir ja im Bistum haben, über die Gruppierungen in den Gemeinden und Pfarreien, Kirchenchöre und KAB-Vereine, also katholische Arbeitnehmerbewegung und die anderen Verbände. Ja, das ist unser Berichtsfeld. Ja, Sie haben erwähnt, das digitale Angebot, ja. Das Sie ja besonders beackern, sage ich jetzt mal, beackern. Ne? Ja, da müssen wir uns einfach... Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, weil wir das im Prinzip mit der gleichen Zahl von Leuten, aber das geht allen so, parallel machen müssen. Wir müssen sozusagen das Print-Thema beackern und müssen versuchen, immer mehr in das Online zu kommen. Und auch unsere Berichterstattung vom Online... herzudenken. Also zu sagen, wir arbeiten fürs Internet und daraus leiten wir dann irgendwann die Printausgabe ab, die halt eben jetzt einmal die Woche erscheint. Das ist ja dann keine Aktualität fürs Internet, wo man direkt etwas hineinstellt und direkt so die Nachrichten an Frauen und Männer bringt. Genau, die Herausforderung ist, das parallel zu tun. Die Zeitung ist nachrichtlich orientiert. Berichte und Vorankündigungen, auch durch Kommentare, denn Einschätzungen, Bewertungen, das macht die Zeitung. Und in unseren Magazinprodukten, da geht es ums Wohlfühlen, da geht es um andere Art von Leben, nachhaltigeres Leben, aber wirklich auch ein Leben im christlichen Sinne mit entsprechenden Werten. Ja, Nächstenliebe, für andere einstehen, etwas für andere tun. So, das sind also nicht esoterisch orientiert? Nein, tatsächlich an christlichen Werten orientiert. Ja. Okay, schönen Dank dann für das Gespräch. Gerne, danke auch.